Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Wir sind die Mindhunters und heute sprechen wir das wichtige Thema, was ist, wenn die Familie zu Fremden wird und Fremde zu Familie. Seid gespannt. Mindhunters. Als allererstes sollten wir auch mal kurz klarstellen, was Familie bedeutet und was Freunde sind. Ich denke, das ist etwas selbsterklärend, da sollten wir gar nicht so großartig drauf eingehen. Aber idealerweise wird man in eine Konstellation reingeboren, wo man mindestens zu dritt ist. Natürlich Männchen und Weibchen erzeugen ein Kind. Das ist das, was sich Familie nennt. Und dann mit der Zeit hat man wahrscheinlich Geschwister oder auch nicht. Aber man hat immer irgendwelche anderen verwandtschaftlichen Konstellationen, sowas wie Großeltern, Cousins. Weil biologisch halt einfach immer dieser Rhythmus weitergeht. Ja. Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten und so weiter. Das ist das, was wir eigentlich fest als Familie definieren. Dann gibt es noch halt Freunde. Freunde sind alle Menschen, die so während der Jugendphase, der Kindheitsphase schon, das fängt ja schon als Kind an, alle diese Bindungen, die man quasi mit Fremden eingeht, die dann irgendwo dann enge Vertraute werden, die nennen wir ja Freunde. So haben wir jetzt schon mal beide Begriffe, sage ich mal, voneinander getrennt. Um die irgendwie zusammenzubringen in dem Kontext, beziehungsweise die so zusammenzubringen, dass es zu der heutigen Thematik passt, fangen wir einfach mal mit dem Thema an, was vielleicht untypisch ist, auch zu einer Zeit, wo vielleicht jeder jeden, oder jeder nennt sich heutzutage Bruder, ja, Schwester, ja, ich weiß. Ja, immer geläufiger. Es ist irgendwie jeder ein Bruder heutzutage und irgendwie ist auch jeder eine Schwester, aber mal unabhängig von dem Fun Fact, dass es heutzutage auch irgendwo zum Sprachgebrauch der Jugendsprachgebrauch mittlerweile auch ist und es sich irgendwo etabliert hat. Mal unabhängig davon, eher so auf der emotionalen Ebene, hat man ja immer wieder so das Gefühl, dass Freunde irgendwie dann doch Familie geworden sind. Und das hat, oder man muss es gibt ja das üblichste oder das bekannteste Sprichwort ist ja, Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Aber dann gibt es noch ein Sprichwort, das sagt, Wasser ist manchmal reiner als Blut. Mhm. Das ist halt der Punkt, wo Freunde zur Familie werden. Bei der Familie ist es ja so, haben wir anfangs versucht, so anhand einer sehr, sehr simplen Definition zu erklären, das ist ja da oder das, wo man reingeboren wird. Das sucht man sich ja nicht aus. Kein Mensch sucht sich seine Eltern oder seine Geschwister, auch wenn sich das böse anhört, aber das ist einfach so. Der Lauf der Natur, man wird geboren und ist in einer Konstellation einfach da. Und weil man halt, oder weil das Blut oder die Gene einverbinden, ist man natürlich diesen Menschen am meisten verbunden, was ja auch normal ist. Es gab schon seit Millionen von Jahren. Seitdem wir Menschen existieren. Aber das ist ja immer dann auch bedingt durch die Art und Weise, wie so eine Familie auch miteinander lebt. Das heißt ja nicht immer, dass man sich so krass liebt, wie man das oder wie man davon ausgehen müsste. Weil es ist ja Familie. Aber man hat dennoch Konstellationen, in denen die Familie einem eigentlich doch irgendwo fremd ist, weil halt einfach vieles nicht passt. Es gibt Probleme, es gibt wirtschaftliche Probleme, es gibt psychische Probleme. Es gibt einfach Verhaltensmuster, die sich überhaupt nicht überschneiden, ganz im Gegenteil. Das ist immer so Gegenpole, gerade bei Geschwistern so. Ein Bruder kann ganz anders sein als der andere Bruder oder die Schwester ist komplett anders drauf, aber man ist trotzdem miteinander verwandt, halt, wenn man Familie ist. Und das genauso ist, oder das gleiche, oder die gleiche Konstellation kann auch mit den Eltern entstehen. Es sind zwar die Eltern, aber man muss nicht gleich mit den Eltern so viben, wie man das vielleicht mit Fremden macht. Das ist halt eine Thematik, auf die wir gleich eingehen. Dennoch ist Familie Familie. Aber die Freunde, die zur Familie werden, und das ist halt das Interessante, das kennst du wahrscheinlich auch aus irgendwelchen, ich meine, das ist auch bei uns so gekommen, in den Laufe der Jahren, in denen wir uns kennen, sehen wir uns auch nicht mehr als Freunde, sondern eher als Familie. Und jetzt ist die Frage, wie entsteht sowas? In der Regel ist es so, dass wenn wir zu meinem Sprichwort zurückgehen, Wasser ist reiner als Blut. Wasser ist reiner als Blut, genau. Das ist ja sehr, sehr deep und das muss man einfach mal so betrachten. Die Freunde sind manchmal die Familie, die man sich aussuchen darf. Deswegen habe ich das auch vorhin so erklärt. Das andere, da wird man hier reingeboren. Und dann ist es doch ziemlich wahrscheinlich, dass man sich vielleicht lang oder kurz nicht immer versteht. Bei den Freunden ist es ja so, man definiert sich über Interessen in der Regel. Mhm. Also über den gleichen Fußballclub, wo man hingeht, über Hobbys. Hobbys, selber. Man studiert zusammen. Ja, alles, was man so Interesse nennen kann oder Leidenschaften oder selbe Denkweise, selbe Ausrichtung, was das Leben betrifft.
Und das ist halt das Interessante. Bei Freunden ist es so, du befreundest ja nicht mit jedem. Du gehst jetzt schon auf die Straße und sagst, XY sieht gut aus oder ist total nett und ist jetzt gleich meine beste Freundin, mein bester Freund. Sondern in der Regel, idealerweise, entstehen Freundschaften durch genau diese Punkte, die Punkte, die wir gerade genannt haben, Interessen und so weiter. Und das ist aber das Interessante. Dadurch, dass Freunde dieselben Interessen haben, hat man schon mal das Problem gelöst, das man in der Familie hat, was ja auch irgendwo normal ist, dass man vielleicht jetzt, meine Schwestern müssen nicht dieselben Interessen haben wie ich, nur weil wir jetzt aus demselben Mutterleib entstanden sind, muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir auch dieselben Interessen haben. Wenn es doch so ist, ist es eine coole Sache, steht außer Frage. Aber die Thematik ist wie folgt: Bei den Freunden ist ja das oder sind die Interessen schon mal, da ist man schon mal connected. Da ist man raus. Wie es zur Familie oder wie man oder wenn man an den Punkt gelangt, wo man sagt, Freunde werden Familie, sind die ganz krassen oder die ganz schweren Lebensphasen. Wie als Beispiel, ich kann jetzt nur für mich sprechen, vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, aber das ist so typischerweise, als ich zum Beispiel meine großen Umzüge hatte. Da waren, meine Eltern waren da für mich, meine Geschwister auch so. Ich habe das Glück, dass wir, also mit der, also meine Familie ist Gott sei Dank alles so weit in Ordnung. Mit so weit in Ordnung meinst du, wir haben trotzdem andere Interessen, aber wir sind als Familie füreinander da. Aber ich hatte das Glück, dass viele Freunde wirklich das waren, was ich als Familie, und jetzt kommen wir zum Thema Verwandtschaft, das ist ja nämlich auch Familie, wo die Leute für mich nicht da waren. Anders als ich erwartet hatte und anders als ich erzogen wurde, auch von meinem Vater und von meiner Mutter. So kam ich dann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, die Freunde haben nicht nur dieselben Interessen, sondern die sind auch bereit, die Waschmaschine zweimal hoch und runter zu tragen. Als Beispiel. Dann gibt es halt noch Thema Hochzeit oder so Großereignisse, Geburt von Kind. Da waren für mich meine Freunde mehr Familie als meine Verwandtschaft. Mhm. Und vielleicht für mich im emotionalsten Punkt meines Lebens, als ich meinen Vater verloren habe, waren meine Freunde meine größte und wichtigste Stütze. Deswegen sage ich auch, Wasser ist manchmal reiner als Blut. Die Familie, die jetzt auch die Verpflichtung hätte, damals für uns da zu sein, war zu 90% nicht da. Und das ist der Punkt und das ist die Thematik, wo man sagen kann, Freunde können zur Familie werden. Ja, auf jeden Fall. Gerade wie du sagst, gerade durch harte Zeiten zeigt sich es ganz oft. Also vielleicht kann ich auch gerade aus meiner Perspektive kurz sprechen. Du kennst das wahrscheinlich aus der Schule. Man hatte großen Freundeskreis. Ja, man hing mal mit der Clique ab, mal mit der Clique. Dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, mit wem man gut und dicke war. Und dann gibt es wieder diese großen Lebensereignisse. Man geht raus aus der Schule, man geht studieren, man macht eine Ausbildung, man geht vielleicht in eine andere Stadt. Da lernt man wieder einen neuen Freundeskreis kennen. Ja, genau. Mit dem sind man dann wieder mehrere Jahre zusammen. Ja, man geht auch da durch harte Zeiten, Klausuren, man lernt füreinander, man ist füreinander da. Da schaffen sich auch bestimmte Freundschaften. Ja, und so etabliert sich das durch das Leben, dass es immer verschiedene Etappen gibt. Da kommt die Arbeit vielleicht, da kommen nochmal neue Leute in dein Leben. Genau. Und bei uns war das ja zum Beispiel so, wir haben zusammen studiert, sind da auch durch die harte Zeit gegangen. Du hast dann deinen Studiengang gewechselt, da hat man sich vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber trotzdem hat man dann wieder zusammengefunden, man hing irgendwie zusammen ab. Und dann war es ja wieder so, dann bin ich in eine andere Stadt gegangen, man hat sich wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Was ich aber sagen möchte, man hat sich immer wieder zusammengefunden und getroffen. Also von beiden Seiten aus ging ja das Interesse aus, dass man sich trotzdem weiter verabredet, zusammen da was macht. Und was ich sagen kann, wo ich auch eine gute Freundschaft unterscheiden kann zu anderen Freundschaften, ist, dass wenn man sich wieder sieht, auch gerade wenn man eine größere Distanz zueinander hat oder sich mal länger nicht gesehen hat, es fühlt sich immer so an, als ob man, weiß nicht, wieder zurückkommt und die Zeit ist stehen geblieben. Hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen. Genau, es hätte man sich gestern verabschiedet und heute trifft man sich wieder und alles ist beim Alten. Ja, also da kann ich wirklich sagen, da kann ich unterscheiden, das sind gute Freundschaften. Wie du auch gesagt hast, ja, wenn Freunde füreinander da sind, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und das ist ja auch, was du vorhin gesagt hast, wir haben uns oft aus den Augen verloren, das geht ja wahrscheinlich euch, also den Zuschauerinnen und Zuschauern genauso, dass man irgendwie Leute nach einer langen Zeit trifft. Und das ist halt auch das Interessante an der Sache. Bei den Verwandten ist es ja oft so, dass eine bestimmte Verpflichtung auch dazu führt, dass man sich wieder sehen muss, weil man sagt, man ist verwandt, es ist der Onkel, die Tante, Cousine, Cousin und so weiter, Großeltern. Bei den Freunden ist es ist, und das macht das Besondere, deswegen kannst du oder könnt ihr eure Freunde, die zur Familie werden, wirklich rein Gewissensfamilie nennen, weil es A, bedingungslos ist,
Also es ist an keine Bedingung geknüpft. Du bist aus Berlin zurückgekommen, wir haben uns trotzdem gesehen, als wenn wir gestern und das letzte Mal unterwegs gewesen sind. Das ist bei der Familie oft, muss nicht sein, aber auch ein bisschen durch diese Verpflichtung. Ich muss jetzt zu meiner Schwester mit meinen Kindern zum Beispiel, weil es ja meine Schwester ist. Mhm. Aber es ist nicht immer bei den, oder gerade in dieser Konstellation, wo Freunde zur Familie werden, ist es A, bedingungslos und zwar an keine Verpflichtung geknüpft. Genau. Und das macht diese Bindung, wenn Freunde zur Familie werden, so speziell. Es ist bedingungslos und es ist nicht an irgendwelche Verpflichtungen und irgendwelche Normen bedingt. Genau, man so sucht das, sich ja seine Freunde aus, wie genau. man sagt. Deswegen können wir hier an dem Punkt erstmal mit einem Zwischenfazit ziehen. Freunde können definitiv zur Familie werden und es sind meistens die Familie, die man sich aussucht, weil, wie gesagt, es ist nichts, wo man reingeboren wurde. Es wird nach Interessen, nach Freundschaft, nach interessanten, nach schönen, nach schlechten Lebensphasen definiert. Und das macht das Ganze so besonders, wenn Freunde zur Familie werden. Und da kann man wieder das Sprichwort nochmal als Zwischenfazit zwischen Blut ist, Wasser ist manchmal reiner als Blut. Hm. Das zu dem Thema. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was halt die Leute, glaube ich, oder die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer emotional eher catchen wird, ist, wenn sich Familie entfremdet. Und hier gehe ich speziell nicht, also ich möchte jetzt im ersten Punkt gar nicht so detailliert auf Vater, Mutter, Geschwister eingehen, sondern dieses ist die Konstellation, wenn Verwandtschaft sich auch extrem entfremdet. Und das ist halt eine Sache, eine Problematik, mit der ich als Kind extrem zu kämpfen hatte, weil mein Vater sagte immer, dein Blut ist immer das Wichtigste. Dazu gehören alle deine Verwandten, oder deine Tanten, deine ganzen Onkels, Cousinen, Cousins und so weiter, Großeltern und dann deren Cousinen und so. Es kann ja immer weiter in die Höhe gehen. Es gibt ja Menschen, die haben unendlich große Familien gefühlt. Und da hat mein Vater uns, und unsere Familie ist halt extrem groß, immer so beigebracht, so diese Leute sind immer die Wichtigsten. Was die Gefahr dabei ist, dass man anfängt, auch diese Menschen trotz bestimmter Problematiken und Fehler immer noch so zu akzeptieren, als wenn andersrum. Würdest du einem Freund alles verzeihen? Nein. Einem Fremden? Klar, auf keinen Fall. Macht man nicht. Mhm. Das ist halt das große Problem und ich glaube, hier können alle sehr hellhörig werden. Eine Thematik, mit der viele zu kämpfen haben. Ja gut, das ist mein Onkel. Er war jetzt, sorry, ein Arsch, aber ich muss dem halt verzeihen, so, weil es mein Onkel ist, weißt du? Ja, man findet immer Gründe dafür. Also ich kann auch dazu sagen, man muss genau schauen, ja, welche Vorteile oder, oh, das klingt ein bisschen hart, aber was hast du von diesen Beziehungen? Auch wenn es natürlich deine Familie ist, deine Geschwister, Onkel, Tante, ja, kann es sein, dass du einfach keine Lust auf die hast, ja, weil die dich runterziehen oder du hast sie vielleicht auch eine lange Zeit nicht gesehen und die kennen dich noch als kleinen Sia, als kleinen Gustav und haben ein bestimmtes Bild von dir. Du hast dich aber in der Zeit viel weiterentwickelt, hast andere Interessen, bist eine ganz andere Persönlichkeit. Die sehen dich aber immer noch als den Jungen von damals und versuchen dich immer auch auf diesem Level zu halten. Und das gefällt den meisten Leuten auch tatsächlich nicht, ist mir in meiner Erfahrung so vorgekommen, dass sie dich immer für den haben möchten, den sie kennen, den sie auch kontrollieren wollen. Weil die Menschen können sich sehr schwer damit arrangieren, dass sich jemand verändert hat. Ja, sick. Und dass die Interessenslagen doch irgendwie auseinandergehen. Und da muss man auch hart den Cut ziehen, dass man sagt, hey, vielleicht tut mir die Beziehung gar nicht mehr gut. Ja, dann kommt immer diese Verargumentierung, hey, das ist ja mal nur mein Onkel oder der meint das nicht böse. Und ja, meine Mama war schon immer so, ja, das muss man leider hinterfragen. Immer runterspielen, meinst du? Ja, das muss man wirklich sehr hinterfragen, auch für sein leibliches, seelisches Wohl, weil man unterdrückt das mit sich selber. Ja, also müsst euch wirklich im Klaren sein, was solche Beziehungen mit euch machen. Auch toxische Beziehungen, sogar auch wenn es die Familie ist, hinterfragt euch da. Ich kenne das auch bei manchen, die wollen auch gar nicht mehr zu Familienfesten gehen, weil die wissen, dass die Person, die Tante, der Onkel, der Vater, die Mutter, die dich immer einfach runtermacht. Ja, zum Beispiel gibt es dann immer hässliche Kommentare so, ja, ey, studierst du noch? Oh, wie lange studierst du noch? Wie lange dauert das? Was machst du da noch? Du verdienst noch kein Geld. Da musst du dich immer rechtfertigen, ja, da hat oder Thema Lust Neid, drauf. Thema Neid. Oder Neid auch, ja, klar. Das ist ja auch eine sehr, sehr breit gefächerte Problematik, dass du, ja, du fährst jetzt zu deiner Tante und die hat einen Sohn in deinem Alter und der studiert zum Beispiel nicht, du schon oder andersrum und dann, ja, dann triggert das die eine Person, dass die andere... Ja, das immer verglichen wird. Ich kenne das auch aus meiner Jugend, ja.
die Eltern haben mit dir immer angegeben, wie es gerade gepasst hat, aber haben dich genauso gut fertig gemacht, wenn gerade, keine Ahnung, dein Freund bessere Noten nach Hause gebracht hat als du. Ja, meine Eltern haben überall erzählt, dass ich studiere, obwohl ich noch auf dem Gymnasium war. Das ist halt, aber das ist halt die um auf diese Grundproblematik einzugehen, der Grundgedanke, den mir meine Eltern beigebracht haben, dass deine Familie, also deine Verwandten, alles, was, sag ich mal, Blutlinie ist jetzt mal ganz krass ausgedrückt, es ist ein guter Gedanke. Wir versuchen aber in diesem Video auch die Message oder auch die Leute, die jetzt sich das hier anschauen, das ist wichtig, dass ihr was mitnimmt aus diesem Video. Wahrscheinlich sitzen gerade viele vom Fernseher oder vom Handy, Rechner, was auch immer, gucken sich das Video an und denken sich, gut, ich habe das Problem, wo ist aber die Logik, wo ist der Point of View in dem Thema, dass ich verstehe, was mache ich in dieser Problematik? Und der Grundgedanke ist an sich ein sehr, sehr guter Gedanke, aber wir leben in einer Zeit oder wir leben in einer Phase, deswegen machen wir auch das Ganze, Thema emotionale Intelligenz, Persönlichkeitspsychologie, wie kannst du oder wie könnt ihr verstehen, wie man mit sowas umgehen soll und kann? Und da ist das Ding, brauchen kurz die Brücke zu einem anderen Thema zurück. Familie, Freunde, die zur Familie werden. Da haben wir auch gesagt, du lässt dir von Freunden nicht alles gefallen. Warum? Weil es Fremde sind. Aber wenn du Freunde zur Familie machen kannst, dann kannst du andersrum, und wir wollen euch keine bösen Sachen in eure Köpfe, wie heißt das? Also, setzen, ja, wir wollen euch keine bösen Sachen in die Köpfe setzen, sondern wir wollen, dass ihr nur versteht, dass wenn Familie ab einem Punkt nichts mehr bedingungslos geben kann und immer an irgendwas geknüpft ist, an irgendwelche Verpflichtungen, an irgendwelche, wie sagt man, ja, Verwandtschaftsgrade, die uns, wie sagt man, also du kannst ja jetzt zu seinem Onkel gehen oder zu deiner Tante, zu deinem Cousin, Cousine, was auch immer, und dann hörst du dir ewig was an. Und du kannst ja auch für deine Psyche, für deinen mentalen Zustand nicht immer sagen, gut, das ist meine Familie, ich muss jetzt mein Maul halten. Genau, deshalb, also werdet euch da wirklich bewusst über eure Werte. Genau. Was verkörper ich im Leben? Ja, Respekt, Gleichbehandlung, auch Respekt für sich selber. Ja, das gilt genauso. Ja, du hast Respekt für nehmen wir jetzt wieder das Beispiel des bösen Onkels, der dich irgendwie immer fertig macht. Ja. Du hast Respekt für ihn, oh, das ist mein Onkel, ich lasse ihn das mal durchgehen, ist ja nur mein Onkel. Ja, aber seid euch bewusst, was das mit eurer Psyche macht. Wenn das immer wieder vorkommt, kann das sehr, sehr toxisch werden. Und da müsst ihr auch sehr klar differenzieren, ob es gut für euch ist. Ich würde sagen, eher nein, sich davon distanzieren. Das ist natürlich die letzte Instanz, die man gehen sollte. Immer man sollte Respekt sich halten. Nicht Absolut. Von der Familie distanzieren. Aber vielleicht solche Gegebenheiten, wie man weiß, hey, da kommt vielleicht diese eine Person, da habe ich einfach immer ein schlechtes Gefühl. Ja, manchmal kann man das auch gar nicht so in Worte fassen. Man weiß einfach nur, oh, ich fühle mich gerade nicht gut neben der Person oder ich muss mich immer rechtfertigen, ich muss mir immer Sprüche anhören. Ja, einfach ein bisschen distanzieren. Man muss ja jetzt nicht mit jedem, auch in der Familie, klarkommen. Und ja, leider Gottes ist es auch manchmal so, dass die ganze Familie so ist, dass man sich da nicht wohlfühlt, weil man einfach Differenzen hat. Ja, mit Freunden haben wir gerade gesagt, hat man immer die gleiche Baseline, man hat gleiche Interessen, man hat das gleiche Mindset, man geht gerade durch dasselbe im Leben. Ja. Man kann sich immer gegenseitig aufspielen, sich Wissen transferieren, sich gegenseitig bereichern. Wenn du das nicht hast in deiner Familie und keine respektvolle Basis auch da ist, also wirklich auf unterster Ebene kein Respekt da ist, dann sorry to say, dann hast du da nichts verloren. Dann Absolut. Würde ich eher die Distanz wahren. Und so kommen wir auch zu dem Punkt, dass die Familie zu Fremden wird leider. Ja, es distanziert sich. Und ja, auch für deine persönliche Selbstentwicklung, für dein Vorankommen im Leben, tust dir einfach nicht gut. Absolut. Du musst ja auch so sehen, wenn Fremde dein Selbstwertgefühl steigern können, warum lässt du zu, dass deine vermeintliche Familie, in dem Fall Verwandtschaft, was auch immer, dein Selbstgefühl mit Füßen tritt. Genau. So, das ist so der Point of View, dass man versteht, es geht letztendlich geht es um euch. Wir sind Menschen, wir werden in Konstellationen reingeboren oder auch nicht. Aber dennoch ist unser Selbstwertgefühl immer am wichtigsten. Und man darf nicht an alte Regeln festhalten, dass Fremde Fremde sind. Nein, Fremde können Familie werden und Familie kann fremd werden. Genau, geht da wirklich mit allen gleich ins Gericht, mit euren Freunden wie Familie. Ja, also es gibt da nicht diesen Familienbonus, genau. Hey, das ist jetzt meine Mama, mein Vater. Die sind natürlich irgendwo auch, da ist man natürlich dankbar, dass man die hat.
Aber wenn die einen schlecht behandeln oder man sich schlecht fühlt in der Gegenwart, geht es genauso ins Gericht wie mit Freunden. Wie du es auch mit Freunden machst. Wenn du mich jetzt schlecht behandeln würdest, hätte ich auch keinen Bock mehr, mit dir abzuhängen. Klar. Genau, wenn du in die eine Richtung die Tür öffnest, kannst du auch in die andere Richtung die Tür schließen. Aber das Video dient nicht dazu, euch, dass ihr euch jetzt sagt, ey, ich gehe zu meinen. Es geht nur darum, man hat irgendwie mit der Zeit, oder ich habe für mich mit der Zeit gemerkt, als auch zum Thema, was ich ja vorhin gesagt habe, in der Zeit, wo wir einen schweren Schicksalsschlag hatten mit meinem Vater, da hat die Familie quasi sich auch irgendwo entfremdet, indem sie, sage ich mal, I don't give a fuck Attitude, wo Fremde, oder vermeintlich Fremde, die zur Familie wurden, genau das Gegenteil gezeigt haben. Wir haben aber jetzt auch, wir sind ja auch hier da, um Lösungen zu schaffen für ein Problem. Das eine war jetzt leicht, oder vielleicht ging etwas leicht, minimal radikal in eine Richtung. Jetzt aber auch die Frage, was ist, wenn Familie sich entfremdet ohne große Ereignisse? Manchmal ist einfach so, boah, falscher Stolz. So, ich habe das oft, dass Ältere in unserer Familie so leicht angepisst sind, dass man da irgendwie nicht mal, weiß nicht, ruf doch mal an, halt so ein bisschen auch die alte Schule. Mhm. Da reicht halt Social Media Kontakt irgendwie nicht mehr aus. Dann sind die Leute auch so manchmal gekränkt. Da auch das Bewusstsein schaffen, mit wem habe ich zu tun? Erstmal alterstechnisch. Und zweitens, ist es denn überhaupt, oder lohnt es sich überhaupt, dass ich gerade jetzt auch den Miesepeter raushängen lasse und sage, egal, mit der Person will ich auch nichts mehr zu tun haben. Da geben wir euch klar, egal, man kann das jetzt sehr, sehr weit auf, sehr breit auffächern, das Thema, das möchten wir jetzt nicht machen, sondern wenn ihr in einer Konstellation seid, wo zum Beispiel man sich entfremdet hat, weil der Kontakt weniger wird. Warum auch immer, weil man vielleicht einen falschen Stolz hat oder weil man sich einfach zu lange nicht gesehen hat und ihr habt das Gefühl der Sehnsucht, dann springt über euren Schatten, springt über euren Ego, weil erst dann werdet ihr groß und sagt dann einfach, weißt du was, ich rufe jetzt an und ich probiere. Das natürlich aber auch nur bis zu einem Limit. Niemals jemanden hinterherrennen, wenn man nicht das Gleiche zurückbekommt. Also da klar der Lösungsansatz, wenn ihr in einer Konstellation seid, wo Familie sich entfremdet dann, und es keinen triftigen Grund gibt, weil es ist nichts wirklich Radikales, Schlimmes passiert, sondern es ist einfach so, mit der Zeit hat man sich aus den Augen verloren, dann sucht auf jeden Fall immer als allererstes die Kommunikation. Genau. Und wenn die Kommunikation entstanden ist, den direkten Austausch, was war der Grund und lohnt es sich überhaupt? Genau, noch gar nicht von eurer Meinung abweichen. Ja? Wenn ihr jetzt jemanden sagt, so hey, du respektierst mich nicht, weil du immer das und das sagst, du lass bitte die Kommentare sein. Ja, wenn die Person das nicht respektiert und so weitermacht, dann weißt du schon, woran du bist. Dann macht es auch wahrscheinlich keinen Sinn, weiterzusprechen. Deshalb würde ich da eher die Distanz wahren. Aber klar, würde ich erstmal in die Kommunikation gehen, das auch offen ansprechen. Absolut. Oder auch, ja, wenn du komische Kommentare bekommst, so stand your ground. Wenn zum Beispiel dein Onkel sagt, so, hey, Sia, du studierst jetzt immer noch oder Gustav, du studierst immer noch, wann wirst du fertig? Sagst du, ja, ich werde fertig, wenn ich fertig werde. Das ist aber auch gar so, keine Angriffsfläche geben. Ja, absolut. Das ist auch so der Klassiker, ne? Das ist der Klassiker in vielen Familien, warum auch oft Leute keinen Bock haben, irgendwo hinzugehen. Das ist wirklich der Klassiker. Also warum bist du mit da und da? Fragt euch immer, was machen die Leute selbst? Also wenn jetzt eine Person das gut meint, dann hört man das schon im Ton und in der Art und Weise, wie der Mensch das verkauft. Deswegen, alles in allem, haben wir jetzt beide Seiten mal beleuchtet. Familie oder Freunde können zur Familie werden. Absolut. Wer euch da was anderes erzählt, hatte vielleicht noch nicht das Glück, das zu erleben. Aber trotzdem wollen wir niemanden diese Meinung aufzwingen. Es kann natürlich auch weiterhin die Meinung vertreten werden, dass Familie Familie ist und Freunde sind Fremde in irgendeiner Art und Weise oder bekannt oder wie man das auch immer definieren möchte. Und andererseits, lasst euch auch bitte nicht irgendwelche Flausen in den Kopf setzen. Es sind keine Flausen, wiederum, ich sage, es sind sehr gute Werte. Es tut mir auch wirklich mega leid, dass in dieser heutigen Zeit diese Werte nicht mehr so geschätzt werden. Aber da wir jetzt auch immer up-to-date irgendwie oder das Thema immer irgendwie up-to-date gestalten müssen, ist es halt leider so, dass heutzutage man ja auch für sich dann doch sagen muss, gut, Familie bis zu einem Punkt, wo ich emotional nicht drunter leide. Und wenn ich dann trotzdem drunter leide, dann muss ich trotzdem mir auch eingestehen können, dass ich sage, gut, dann sind das halt auch irgendwo doch Fremde. Weil erst dann lebt man gesund. Und das Wichtigste ist, oder das Wichtigste seid ihr selbst und sonst wirklich kein anderer. Deswegen würde ich sagen, ich denke, alles ist gesagt zu dem Thema. Wir bedanken uns für das Zuhören, Zusehen. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich gemacht habt, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, wir freuen uns immer über den Austausch.
sagt oder teilt uns das gerne im Kommentarfeld mit. Und wir hoffen, dass wir irgendwie euch ein paar Denkanstöße zumindest im Thema oder zu der Thematik geben konnten, wenn Freund oder Familie sich entfremdet. Und bei der anderen Thematik ist glaube ich nicht zu sagen. Wenn ihr das Glück habt, dass Freunde zur Familie werden, dann ist einfach eine nette Sache. Und seid dankbar und pflegt die Bindungen. Wir bedanken uns und sehen uns im nächsten Video, Freunde. Macht's gut, bis bald. Ciao. Danke. Ciao.